Hallo, heute gibt es ein ganz neues Thema auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich mal das Fasten ausprobieren. Ich habe schon sehr, sehr viel übers Fasten gehört und habe mir gedacht so, ich könnte das nicht so ohne Essen und dafür esse ich viel zu gern und so weiter und so fort. Und irgendwie so im Laufe der Zeit, irgendwie habe ich mir jetzt gedacht so, mal fasten, ach nee, lieber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ach na komm, verlass mal deine Komfortzone und probier mal was Neues aus. Ja, ich habe ein Buch irgendwann mal auf dem Flohmarkt gefunden. Da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das mal. Also ich lese das mal und gucke einfach mal so, ob ich das ausprobieren möchte oder nicht. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie wäre es mal eine interessante Erfahrung, die ich gerne machen würde. Ich habe viel Gutes darüber gehört. Das Buch kann ich übrigens sehr empfehlen. Also das ist das erste Buch, das ich über das Fasten gelesen habe. Allgemein bin ich ein Fan von diesen GU-Büchern, also diese Ratgeber. Das sind für mich alle Informationen drin, die ich über das Thema wissen möchte. Ja, die fassen das immer ganz gut zusammen. Die machen das von den Kapiteln her sehr übersichtlich und ich komme mit denen sehr gut zurecht. Also ich habe schon mehrere GU-Ratgeber gelesen und die reden nicht um heißen Brei rum. Die schreiben quasi direkt, was Sache ist. Die wiederholen sich nicht ständig oder so. Deswegen, auch wenn man gerade neu in einem Thema ist, gerade dann sind die, finde ich, sehr, sehr gut, weil die einen komplett einleiten quasi und so alles Wissenswerte vermitteln. Deswegen, ich kann es empfehlen. Ich setze den Link natürlich wie immer unten in die Infobox. Wer möchte, kann sich das genauer anschauen. Mein Ziel ist es einfach zu entgiften und den Körper mal zu resetten. Man gönnt ja dem Körper irgendwie keine Pause. Man isst was, dann ist der Körper mit der Verdauung beschäftigt und dann isst man bald schon wieder. Also es sind ja immer nur so ein paar Stunden dazwischen, außer nachts, wenn man schläft. Und deswegen möchte ich dem Körper einfach mal Ruhe geben, um sich zu resetten, um einfach wieder neu zu starten, um die Zellen zu regenerieren, um ja einfach das ganze Gift auszuleiten, mal alles mit Wasser bzw. mit Tee durchspülen und habe halt auch ein paar Gemüsesäfte. Also mein Entlastungstag gestern. Ich habe ein Müsli gegessen zum Frühstück. Ich habe hier in diesem Ratgeber, da ist auch so eine schöne Übersicht drin, was man so an welchem Tag dann isst bzw. trinkt oder was man halt so machen könnte. Da steht dann frühs Obst und Nüsse oder Birchermüsli. Ich weiß jetzt nicht genau, Birchermüsli sagt mir was, aber ich kann mir jetzt gerade nicht so viel drunter vorstellen. Ich habe einfach mein Müsli mit Hafer und Chiasamen und ein paar Schokostückchen gegessen und habe mir gedacht, okay, das ist noch so ein sanfter Einstieg. Ich habe dazu Hafer und Reismilch genommen, also man soll ja auch auf tierische Produkte verzichten, gerade vor allem auch am Entlastungstag. Wer das nicht eh schon tut, ist ja sowieso gesünder, aber darüber will ich keine Diskussion jetzt anfangen. Mittag Frischkostpalette, Kartoffeln, Gemüse. Nachmittag einen Apfel, 10 Haselnüsse, abends Obst oder Obstsalat mit Leinsamen oder Weizenkleie, Knäckebrot und reichliches Trinken. Ich habe mich dafür entschieden, Smoothies zu machen, was ich ja eh schon ab und zu mal mache. Davon gibt es auch ein Bild auf Instagram. Ich hatte im Smoothie, habe das in 2 Flaschen abgefüllt und habe erstmal das Grundrezept gemacht. Da waren drin 2 Datteln, 5 Bananen, eine Birne, ein paar Blätter frischen Giersch, also das ist ein Wildkraut, das auch bei uns im Garten wächst oder irgendwo im Wald wächst. Dann hatte ich noch ein Stück Ingwer drin. Und noch ein Pulver, ich bin mir nicht sicher welches, weil wir das Glas nicht beschriftet haben. Also entweder ist es Matcha-Pulver, Hanfpulver oder irgendein anderes Pulver. Mir fällt der Name nicht ein, tut mir leid. Auf jeden Fall ein grünliches Pulver. Und habe dann den Smoothie erstmal abgefüllt und dann habe ich in den zweiten noch ein paar Beeren mit rein. Also Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren und Erdbeeren. So eine Mischung aus dem Tiefkühlfach. Aber Bio. Dann habe ich die 2 Flaschen abgefüllt und mir zur Arbeit genommen und dann die ganze Zeit getrunken. Habe aber schon gemerkt, dass so meine Gedanken immer wieder daran gehen, so, vor allem ich war in der Stadtgalerie, also ganz Zeit Essen um mich rum. Also egal, wo ich hingucke, da gibt es überall Restaurants und alles. Dann habe ich so überlegt, so, Sushi, ach komm, Sushi ist doch jetzt nicht schlecht und das ist doch mit roher Avocado und Reis und ja, das ganze Sushi-Zeug ist doch eh gesund, also pflanzlich zumindest. Warum nicht ein bisschen Sushi essen? Habe ich mir gedacht, nein, komm, du willst es jetzt ausprobieren, du ziehst es jetzt durch, nimm deine Smoothies und sei glücklich damit. Und dann habe ich mich noch ein bisschen informiert, habe noch ein bisschen was im Internet gelesen. Stand eben auch da, irgendwas mit Reis kann man essen oder Haferflocken eben eingeweicht auch. Da habe ich überlegt, so, vielleicht gehen ja auch Kartoffeln. Und dann hatte ich noch ein Video geguckt von einer, die ihren Entlastungstag gefilmt hat und die hat
Übrigens, Mitty Morrison, kann ich euch das Video auch mal verlinken. Finde ich sehr, sehr super. Die hat auch einen sehr tollen Yoga-Kanal. Auf jeden Fall hat die grünen Spargel gemacht und Tofu mit dazu und Oliven. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn die das macht, dann kannst du das ja auch machen. Und habe dann mir überlegt, ich habe dann geguckt, ob Kartoffeln in Ordnung sind, in Anführungszeichen. Und habe mich dann dafür entschieden. Habe dann abends eine Gemüsepfanne gekocht, also mit grünen Spargel und Tomaten hauptsächlich, mit Zwiebeln und Knoblauch angebraten in Kokosöl. Und in einer extra Pfanne noch Kartoffeln als Scheiben, als, wie nennt man das, Kartoffelrösti, glaube ich. Die habe ich in Sonnenblumenöl angebraten und habe das dann gegessen ohne Soße. Ich habe extra ein bisschen mehr Öl genommen, damit es eben nicht zu trocken ist. Habe aber auch noch gewürzt mit Muskatnuss, mit Salz, Paprika-Gewürz, Pfeffer und Koriander habe ich noch in die Gemüsepfanne mit rein. Ich habe das Rezept quasi selbst erfunden. Habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht. Unbedingt mal anschauen. Ich habe mir das gestern nochmal angeschaut und so Hunger drauf gekriegt. Und es war richtig, richtig lecker auch. Da habe ich das noch mit einer Soße gemacht. Wie ich die mache, seht ihr dann auch in dem Video. Ich habe da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Außer ihr lasst was anbrennen. Das war mein Entlastungstag gestern. Von den Gedanken her war ich viel beim Essen und habe mir gedacht, ach, das könntest du essen und das ist doch ganz lecker und dies und das und jenes. Das macht ja so den Hunger aus, beziehungsweise Appetit, die ganze Zeit am Essen zu denken. Ich habe dann gestern noch 4 Liter Wasser getrunken, also nur Leitungswasser. Kann ich auch sehr empfehlen, wer gutes Leitungswasser daheim hat, das nicht irgendwie total verkalkt ist, was man im Übrigen schmeckt. Ich habe extra mitgezählt. Ich zähle auch heute wieder mit. Ich habe heute eine von diesen Flaschen getrunken, da passen 0,75 Liter rein. Und habe mir jetzt 1,5 Liter Tee noch gemacht, Johanniskrauttee und Pfefferminz. Und der ist jetzt halb leer. Wir haben jetzt übrigens 13 Uhr mittags. Und sonst hatte ich heute noch nichts. Ich habe vor, später eine einfache Gemüsebrühe zu essen. Ich esse die total gern mit Nudeln und da ist dann mehr Nudel als Suppe drin. Aber diesmal werde ich die Nudeln weglassen und die Backerbsen weglassen. Einfach nur eine pure Gemüsebrühe. Einfach um auch was Warmes im Magen zu haben und steht auch in den Büchern drin, das sehe ich bei Fastenkuren, dass das gemacht wird. Also das scheint auch in Ordnung zu sein. Dann habe ich gelesen, zum Abführen heißt den Darm entleeren, im Prinzip kacken gehen. Es gibt ein Glaubersalz, nennt sich das. Das nimmt man ein, löst es in Wasser auf, trinkt es und dann muss man ziemlich viel aufs Klo rennen. Habe ich jetzt nicht mehr geholt, das ist auch eher für Leute, die eher Verstopfung haben oder Darmprobleme vielleicht haben. Und das ist bei mir überhaupt nicht. Also mein Darm funktioniert super. Deswegen reicht bei mir auch der Sauerkrautsaft. Ich habe den schon mal probiert. Es ist nicht so schlimm, wie sie es anhört. Aber lecker finde ich es jetzt auch nicht. Und anscheinend reicht da so ein Glas verdünnt mit Wasser. Deswegen werde ich das hier jetzt gleich mal trinken. Das ist dann quasi meine erste Mahlzeit heute. Das ist ja dann... Statt Essen wird dann eben sowas getrunken. Wobei, wenn es jetzt so tief, finde ich es eigentlich recht angenehm. Also ich kenne das Sauerkraut halt nur, wenn ich so blöde oder so esse. Ist echt nicht so schlimm. Okay, ich nehme es zurück. Also ich glaube, wenn man es wirklich pur trinkt, dann ist es schon hart. Aber ich tue da jetzt noch ein bisschen Wasser mit rein. Dann trinke ich das und was ich so gelesen habe, so in einer halben Stunde müsste das dann losgehen, dass ich aufs Klo muss. Am besten ist, wenn ihr fastet, dass ihr Urlaub habt oder irgendwie frei habt oder daheim seid für ein paar Tage, weil das Klo wird euer bester Freund. Nicht im Sinne von Kotzen, sondern aus dem anderen Loch raus. Ich werde dann immer wieder mal filmen. Aktuell geht es mir noch gut. Vorhin habe ich so drüber nachgedacht, wo gehe ich denn heute zum Essen? Ich könnte ja mal wieder zum Essen gehen. Ach nee, warte, ich darf ja nicht. Da habe ich so ein Bionella, also das ist Nutella quasi in vegan und Fairtrade und Bio. Das stand da so auf dem Tisch rum, ich wollte es gerade aufhören und dachte so, nein, schön in den Schrank zurück. Also die Versuchung ist schon groß. Habe irgendwas vorhin auch in den Schrank genommen, dachte mir so, oh, das wäre jetzt lecker und das wäre jetzt lecker. Das geht halt so die ganze Zeit im Kopf rum. Aber ich habe mich unter Kontrolle bisher. Der Tee hilft auch. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so
Es macht irgendwie die Gedanken ans Essen werden weniger und es macht irgendwie, es stillt den Appetit, könnte man sagen. Bin ich mal gespannt, wie es mir dann noch mit dem Sauerkrautsaft geht. Ich habe auch noch rote Beete-Saft. Ich hasse rote Beete, aber ich werde es trotzdem trinken. Karottensaft und Tomatensaft. Mal gucken, was ich davon heute trinke und was die nächsten Tage. Ich habe da auf jeden Fall genug Vorrat da. Genau. Ansonsten kann es sein, dass man friert, weil der Körper lebt jetzt aus den eigenen Reserven. Wenn man sich danach fühlt, sich hinzulegen, sollte man sich hinlegen. Wenn man Lust hat, Sport zu treiben, kann man auch Sport treiben. Man soll nur nicht unbedingt was machen, was jetzt hohe Konzentration erfordert oder dass man irgendwie schnell reagieren muss oder sowas. Wie jetzt zum Beispiel beim Autofahren sollte man vielleicht nicht unbedingt fahren, weil es sein kann, dass eben die Reaktionsfähigkeit ein bisschen langsamer ist. Ansonsten alles ganz normal machen, wie sonst auch. Sauna kann man auch machen, sollte man, glaube ich, aber erst ab dem dritten, vierten Tag machen. Ich habe vor, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich 3 Tage faste oder 4 oder lieber 5. Also irgendwas so in dem Rahmen, Minimum 3, höchstens 5. Es gibt einen Entlastungstag, den ich gestern hatte. Man kann auch einen zweiten Entlastungstag machen, je nachdem, wie die Ernährung vorher ist. Wenn man jetzt sich nur von Fertigsachen ernährt und viele tierische Produkte hat und so weiter und so fort, dann sollte man lieber 2 Entlastungstage machen und dann auf pflanzliche Kost umsteigen und das alles ganz locker angehen und erstmal den Körper langsam und sanft ins Fasten reinbringen. Dann 1. Fastentag, 2. Fastentag, 3. Fastentag. Entweder höre ich da dann auf, je nachdem, wie ich sage, dass ich mich fühle oder dass ich sage, okay, es reicht jetzt oder ich möchte es noch länger machen. Dann entweder noch einen 4. und 5. Fastentag und dann die Aufbautage oder eben nach dem 3. Tag die Aufbautage. Die Aufbautage, kann ich auch nochmal kurz Seite aufschlagen, heißt einfach dann wie beim Entlastungstag wieder langsam ins Normale reinzukommen. Also Tee, dann gibt es ein Fastenbrechen, also ein reifen Apfel essen oder einen Apfel dünsten, Kartoffelgemüsesuppe und abends Tomaten- oder Spargelcremesuppe, Knäckebrot, Trockenobst eingeweicht. Also hauptsächlich so Suppen und Obst. Beim 2. Aufbautag Morgengetränk, Backpflaumen, Weizenschrotsuppe, Salat, Kartoffeln, Gemüse, Frischkost, Getreide, Gemüsesuppe, Leinsamen, Knäckebrot. Geschlafen habe ich ganz gut. Ich bin mal früh ins Bett, also gegen 0 Uhr. Bin dann so um 9 ungefähr aufgewacht, 9:30 vielleicht. Bin noch ein bisschen im Bett liegen geblieben, habe den Morgen einfach sanft eingeleitet und bin dann aufgestanden, als ich dann Lust dazu hatte, beziehungsweise ich aufs Klo musste. Ich zähle jetzt noch mit, wie viel ich trinke und guck einfach mal so, wie ich mich fühle. Bisher geht's, jetzt kommt gerade der Hunger wieder mehr. Am 1. und 2. Tag soll es am schlimmsten sein und ab dem 3. Tag hat man keinen Hunger mehr, weil der Körper von Programm 1, das man, Moment, das kann ich auch vorlesen, das haben die so gut erklärt. Also Energieprogramm 1 heißt Ernährung von außen, Essen nach Maß, Kraft und Wärme aus Nahrung, satt, zufrieden und kein Hunger. Ergibt Gesundheit, Leistung und Wohlbefinden. Das ist so das Programm, das wir sonst immer haben. Wir essen und beziehen daraus dann unsere Kraft und produzieren Wärme und so weiter und so fort. Und dann gibt es Energieprogramm 2, das heißt dann quasi Ernährung von innen. Man fastet und Kraft und Wärme kommt aus den körpereigenen Depots. Man ist satt, zufrieden und hat keinen Hunger. Vor allem, wenn der Darm leer ist, also wenn man jetzt mit Bittersalz, nee, wer ist es? Nicht Bittersalz, Glaubersalz, quasi das getrunken hat und dann den Darm entleert hat oder man kann einen Einlauf machen. Habe ich auch überlegt, ob ich mir das kaufen soll, habe es aber nicht mehr geschafft, zur Apotheke zu gehen und habe gedacht, das erste Mal fasten mache ich jetzt mal ohne. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal dann gewesen sein, dass sehr gesund ist, ab und zu einfach mal zu entgiften und zu entschlacken. Sauerkrautsaft ist eben auch sowas, was eben als Abführmittel auch zählt, deswegen werde ich das jetzt trinken. Gutes Stichwort. Vom Hunger her geht es gerade einigermaßen, es ist noch so ein bisschen im Bauch. Und ab und zu mal, wenn ich jetzt länger nichts trinke, dass dann der Kopf sagt so, oh, Bruschetta wäre jetzt lecker oder Pizza oder Burger oder irgendwas, also mein Kopf schlägt mir dann immer einfach verschiedenes Essen vor. Ich habe vor, hier im Haus Ordnung zu machen. Und zwar nicht nur einfach ein bisschen aufräumen, sondern ausmisten. Nebenbei immer Videos zu machen übers Fasten und auch natürlich das zu filmen, wenn ich ausmiste. Ich habe ja schon einiges ausgemistet, werde jetzt aber nochmal alles von vorne ausmisten.
und freue mich schon richtig drauf. Es hat mich jetzt so richtig gepackt, einfach Ordnung zu machen. Innerlich, äußerlich einfach mal Neustart und alles Schlechte weg und einfach mich wohlfühlen. Es ist jetzt 15:30 Uhr, die Sauerkrautflasche habe ich leer. Eigentlich wollte ich nur ein Glas trinken, war dann noch ein halbes und dann noch Wasser mit dazu. Vom Geschmack her, naja, also ich habe es immer getrunken und habe dann, also anfangs geht es irgendwie, ist so salzig und ist noch ganz angenehm und irgendwie, nee, man will dann den Geschmack nicht so im Mund haben. Ich habe dann halt immer Tee noch nachgetrunken. Beim Runterschlucken ist also, wie es mir gerade geht, ich bin gerade so, so beschreibt es, denke ich, am besten. Ich bin so, ich denke an Essen, denke so ans Abbrechen, was ich nicht machen werde, aber ich denke dran. Habe halt gerade so eine Flaute, habe ich auch schon gelesen, dass das phasenweise immer wieder so kommt. Bin gerade etwas demotiviert, ich habe mir ein Feuer angemacht, weil ich friere. Übrigens, man könnte natürlich auch ein Stück Apfel essen oder so was ganz Leichtes, aber man unterbricht damit das Fasten. Heißt, der Körper versucht jetzt ja gerade von Programm 1 auf Programm 2 umzuschalten. Jetzt fange ich an, hier einen Apfel zu essen oder ein Stück Apfel. Und der Körper sagt, aha, da kommt jetzt wieder Nahrung rein, also produziere ich Magensäure. Und dadurch wird dieses Fasten unterbrochen, auch wenn es für uns nur eine Kleinigkeit ist. Deswegen lasse ich es komplett weg. Ich habe nur heute früh mal so ein paar Blätter mit Petersilie gegessen, einfach richtig, richtig gut zerkaut, weil Petersilie sehr entgiftend ist. Aber mehr habe ich nicht gemacht, außer dann halt den Sauerkrautsaft und den Tee und mehr hatte ich bisher noch nicht. Ich versuche das mit der Suppe möglichst lange rauszuzögern, damit dann der Tag nicht so lange ist. Bin jetzt gerade auch am Überlegen, ob ich mich hinlegen soll, weil ich gerade ein bisschen müde bin und frustriert bin. Ich habe jetzt ein Video hochgeladen bzw. veröffentlicht und Kommentare beantwortet und habe schon wieder weitergeschnibbelt an den nächsten Videos. Klo war noch relativ wenig, also nur pinkeln. Kam noch keine Darmentleerung, habe ich eigentlich stark damit gerechnet, weil es heißt, Sauerkrautsaft ist abführend und danach könnte sogar Durchfall kommen. Oder mit großer Wahrscheinlichkeit kommt Durchfall und bei mir kam jetzt nichts. Mir ist kalt. Ich bin sehr viel am Frieren heute. Ich glaube jetzt wirklich, dass es daran liegt, dass ich eben nichts gegessen habe und so eben keine Wärme durch die Nahrung habe und es eben als von Programm 1 in Programm 2 umschaltet. Ich habe ja gesagt, der Sauerkrautsaft hat seine Wirkung nicht gezeigt. Die kam einfach ein bisschen verspätet. Völlig plötzlich, also ich war so am Laptop gesessen, habe nichts gemerkt und dann musste ich so schnell zum Klo rennen, dass ich mir nicht mal mehr ein Buch schnappen konnte. Also als Tipp, legt euch vielleicht ein Buch neben die Toilette und vielleicht was zu trinken. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Ich war dann gerade fertig mit Darm entleeren und bin gerade raus und ich habe keine 5 Minuten irgendwas gemacht, da ging es wieder los. Und danach hatte ich das Gefühl, jetzt ist erstmal ruhig und habe mich ins Bett gelegt, um mich ein bisschen auszuruhen und ein bisschen zu schlafen, weil ich müde war und irgendwie so ein bisschen so, Ja, und dann habe ich eine Stunde geschlafen, ich glaube erstmal 40 Minuten, dann habe ich nochmal einen Wecker auf später gestellt, 20 Minuten später. Und dann habe ich immer wieder auf Schlummern gedrückt, ich glaube dreimal 10 Minuten oder sowas. War aber noch ewig lang rumgelegen. Ich glaube, ich hatte noch vorm Schlafen die Suppe gegessen und kurz danach kam das dann, dass der Sauerkrautsaft gewirkt hat. Genau. Ich habe in die Suppe, das war einfach so eine Gemüsebrühe von Zenovis, heißt die Marke, ist sehr gut, ist keine Geschmacksverstärker oder sowas drin, nur natürliche Zutaten, ist eben biologisch. Und das habe ich auch zufällig in einem GU-Ratgeber gelesen, dass die genau die empfohlen haben. Und die habe ich eh schon seit langem, also ich nehme immer nur die, weil ich die vom Geschmack her auch am besten finde. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, die Suppe tat sehr, sehr gut. Ich habe mich danach viel besser gefühlt. Dann kam so eine Phase in den letzten paar Stunden, also wir haben jetzt abends um 11:30 Uhr. Genau. Die letzten paar Stunden habe ich sehr gefroren. Ich habe hier einen Top an, einen Pullover, eine angeraute Jogginghose, habe hier einen Schal um und habe hier noch eine Fleecejacke an und trotzdem ist mir noch leicht kühl. Ich habe auch Wintersocken an und Hausschuhe. Also ja, ich habe mich eigentlich schon gut ausgerüstet, aber es ist trotzdem noch ein bisschen kalt. Ich habe mich vorhin unter drei Decken gekuschelt. Auch als ich im Bett lag, habe ich gefroren. Ich habe eine komplette Flasche Sauerkrautsaft getrunken. Ich habe nochmal ungefähr also so viel Karottensaft getrunken.
Und jetzt hier nochmal so viel rote Beete-Saft. Und mir schmecken diese Säfte überhaupt nicht. Ich muss mich echt zwingen, die zu trinken. Kann sein, dass dem einen oder anderen schmeckt. Probiert es mal aus. Aber ich finde es widerlich. Und ich tue mir da echt schwer, die runterzukriegen. Aber davon kriege ich wenigstens Vitamine. Und der Hunger ist ein bisschen mehr gestillt. Ich halte mir ja dann schon die Nase zu teilweise und trinke das, weil wenn man die Nase zuhält, schmeckt man ja nicht so viel, wer das noch nicht wusste. Das Schwierige ist halt, weil also das Gefühl im Bauch ist nicht so stark, dass der Hunger so, dass der Bauch knurrt und so. Das Schlimme ist hier oben im Kopf, dass der Kopf die ganze Zeit irgendwas zu essen vorschlägt. Oh, Spaghetti Bolognese. Also ich denke nur an vegane Sachen. Könnt euch eine ganze Liste von Sachen nennen, die mir nur heute in den Sinn gekommen sind. Ja, und dann ärgert mich mein Freund immer noch und sagt, hey, ich habe gerade Tomatensuppe gegessen und einen Bauernschmaus und Mimimi und Mimimi und Chips. Genau, Chips hatte ich auch total Lust drauf und Schokolade. Hab heute früh vor allem sehr stark, hat halt Kopfschmerzen gehabt. Merke ich jetzt auch wieder, das liegt aber, glaube ich, mehr an der Brille, weil ich kriege allgemein immer von der Brille Kopfschmerzen. Normalerweise habe ich ja Kontaktlinsen, ich lasse aber meine Augen operieren, weil ich eben so Probleme habe mit Kontaktlinsen und mit Brille. Ich kriege von dem einen Kopfschmerzen und das andere trocknet immer mein Auge aus und man soll sie eigentlich nur 8 Stunden tragen, aber da ich so schlecht sehe und die Brille nicht vertrage, muss ich 16 Stunden tragen. Lasern lassen funktioniert bei mir nicht, also werde ich sehr wahrscheinlich meine Augen operieren lassen und habe da eben in weniger als einer Woche einen Termin und soll eben eine Woche davor nur Brille tragen und keine Kontaktlinsen. Und deswegen laufe ich mit Brille rum und muss jetzt eben die Kopfschmerzen noch ertragen, zusätzlich zu dem, was jetzt eh gerade noch so ist. Ich war heute leider gar nicht produktiv im Sinne von irgendwas ausmisten. Ich hatte heute früh totale Motivation und Lust, was zu machen und ich konnte mich nicht dazu aufraffen, habe dann eben vor, morgen mehr zu machen. Nehme das jetzt aber auch nicht übel. Ich meine, es ist der erste Tag, wo ich mal komplett wirklich nichts gegessen habe. Und dass ich es überhaupt durchgehalten habe, da bin ich schon stolz auf mich. Zum Trinken wollte ich noch sagen, also ich war gar nicht so oft auf dem Klo zum Pinkeln. Also habe ich eigentlich gedacht, das ist mehr. Vielleicht kommt es auch morgen dann alles erst, dass sich jetzt irgendwie das Wasser erst einlagert und dann morgen alles rausgespült wird, ich weiß es nicht. Ansonsten, ich habe 2 Flaschen mal 0,75 Liter getrunken, also 1,5 Liter. Habe nochmal 1,5 Liter mit Kräutertee getrunken und dann habe ich mir jetzt vorher nochmal einen Tee gemacht. Wieder 1,5 Liter mit Apfel, Vitamin C und Hibiskus. Der ist sehr, sehr gut, also quasi aus 2 Sachen gemixt. Da habe ich jetzt ungefähr die Hälfte leer und das schaffe ich auch ohne Probleme, das noch zu trinken. Also Tee kann ich 5 Liter am Tag trinken, das geht total easy bei mir. Obwohl ich früher gar keinen Tee gemacht habe und auch kein stilles Wasser getrunken habe. Das ist alles eine Gewöhnungssache. Also getrunken habe ich auf jeden Fall genug. Dazu halt noch die Sauerkrautflasche da, 330 Milliliter, noch die Hälfte vom Rote-Beete-Saft und vom Karottensaft. Genau, das war so mein erster Fastentag. Irgendwie durchgestanden, konnte gerade noch so widerstehen, wobei ich jetzt auch schon wieder denke, oh Chips, ach komm, ess doch einfach Chips, scheiß drauf, brech alles ab. Aber ich reiße mich sehr stark zusammen und möchte es durchziehen. Und ich hoffe, jeder von euch da draußen, der mal vorhat zu fasten oder vielleicht gerade auch fastet, dass er das genauso schafft. Und wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Weil ich habe absolut keine Selbstdisziplin. Ich bin sehr verfressen und wenn ich das schaffe, dann könnt ihr das auch. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen an Laptop und vielleicht lese ich dann und schlafe dann. Ich gucke einfach, wonach ich mich gerade fühle. Und ja, werde mich jetzt noch ein bisschen unter eine Decke kuscheln und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao. Ich sag schon wieder zu viel M. Ich habe mich richtig, richtig aufs Abendessen gefreut. Ich habe schon Stunden davor so, oh, Essen, Essen, Essen. Geil.